Es ist zurzeit die größte Wohnbaubaustelle in Salzburg und auch sie ist von der Alpine-Pleite betroffen. Die Arbeiten am Freiraum Max-Glan gehen aber dennoch weiter. Die Alpine war gemeinsam mit der Baufirma Steiner und Wanner Generalunternehmer des Baus am Gelände der Struber-Kaserne. Jetzt übernimmt Steiner und Wanner allein die Fertigstellung der Anlage. Verzögerungen wird es dennoch geben. Also wir werden ungefähr eine Verzögerung von einem Monat zustande bringen und es kann davon ausgegangen werden, dass die 66 Mietkaufwohnungen des Salzburger Siedlungswerks am 15. November an die Bewohnerinnen und Bewohner übergeben werden. 14 Tage später die Eigentumswohnungen der Firma Steiner und dann in weiterer Folge Monat für Monat alle anderen Bauträger, sodass bis Ende März 2014 alle 357 Wohnungen übergeben worden sind. Der Bau verzögert sich vor allem deshalb, weil die Subunternehmer und Lieferanten zuletzt nicht wussten, ob ihre Leistungen auch bezahlt werden können. Sie müssen verstehen, also dass die Alpine Mitarbeiter ja auch von heute auf morgen jetzt einmal nicht mehr gewusst haben, was los ist. Ja. Man muss sehr viel mit den Leuten sprechen. Das sind jetzt nicht nur rechtliche Dinge, sondern auch persönliche Dinge, die man umzusetzen hat, sodass der Baubetrieb weiter in der Intensität läuft. Und auf dem Weg sind wir jetzt am besten. Und natürlich auch, dass man den Lieferanten dementsprechend das Vertrauen wieder gibt mit Garantien, Vorauszahlungen und so weiter, sodass da alles wieder weiterläuft, wie es bisher war. Einen Baustopp gibt es derzeit bei jenen 49 Eigentumswohnungen, die die Alpine selbst verkauft hatte. Ja, die Alpine hat auf den zwei Baukörper, die jetzt prinzipiell einmal ruhend gestellt sind, wo man mit dem Masterverwalter einfach schaut, was macht man weiter. Da laufen Gespräche, sodass wir eigentlich guter Dinge sind, dass das bald einmal wieder weitergeht. Also der Masterverwalter ist auch sehr interessiert und vor allem hat der Masterverwalter auch die Pflicht übernommen, die Wohnungen zeitgerecht zu übergeben. Und auch die Baukosten werden sich erhöhen. Naja, natürlich wird es Kostenerhöhungen in verträglichem Maße geben. Wir haben auch Finanzierungskosten, die sich verlängern. Längere Bauzeit, das ist im Prinzip immer was Aufwendiges in einem gewissen Maß. Aber ich sage jetzt einmal, das werden wir schon schaffen. Wer trägt diese Kosten? Ja, die werden wahrscheinlich wir tragen müssen. Ja, das wird nicht helfen.